Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin tätig als Lehrer für das Erlernen der vedischen Astrologie. In diesem circa 20-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats Januar 2020 anhand Ihres Aszendenten. Das bedeutet, Sie brauchen nicht Ihr Sternzeichen oder Sonnenzeichen, wie Sie das aus der westlichen Astrologie kennen, sondern Sie müssen sich das Video auswählen anhand Ihres Aszendenten. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann können Sie dazu unterhalb dieses Videos nachsehen, denn dort befindet sich ein Link, wie Sie auf eine Webseite weitergeleitet werden, um dort gratis Ihren Aszendenten basierend auf dem tropischen Tierkreis, was auch richtig ist für die vedische Astrologie, ist ausrechnen zu können. Ja, dann ein immer beliebteres Thema und das wird auch immer bekannter ist, dass die Zeit eben nicht nur eine Quantität hat, sondern auch eine Qualität hat. Und wenn man sich intensiver mit der Zeit beschäftigt, kann man diese für sein persönliches Wohlergehen sehr, sehr gut nutzen. Dazu lade ich Sie ein. Ich habe eine große Gruppe zur vedischen Astrologie auf Facebook, wo ich regelmäßig wichtige Daten, Informationen, Gratis-Schriften und tagaktuelle Nachrichten bezogen auf die Zeitqualität veröffentliche. Und dann bekommen Sie dort diese Möglichkeiten auch zum Herunterladen, um genau zu sehen, wie wichtige Konstellationen am Himmel durch Sie genutzt werden können für Ihr persönliches Wohlergehen. So schaut es dann aus, aber das wird auch mit einem Video und auch mit weiteren Informationen erläutert, dass das auch gar nicht so schwer ist. Auch dazu ist unterhalb dieses Videos ein Link, wie Sie dann auch mal schauen können, wo diese Gruppe ist, um dort auch den Beitritt beantragen zu können, der selbstverständlich auch gratis ist. Dann, immer sehr lohnend und immer sehr gerne gelesen, sind meine monatlich erscheinenden sogenannten vedischen Astro-News. Und falls Sie noch nicht im Verteiler sind, ja, dann befindet sich auch dazu unterhalb dieses Videos der Link. Wir starten jetzt im neuen Jahr mit den Beschreibung aller 12 Tierzeichen. Das heißt, jeden Monat wird ein Zeichen, ein Aszendent genau beschrieben in der Tiefe. Und so können Sie dabei sein, wenn Sie registriert sind, erhalten Sie monatlich automatisch diese vedischen Astro-News zugesandt. Auch dazu unterhalb dieses Videos der Link, wie Sie sich für die so interessanten vedischen Astro-News, wo noch viel mehr Interessantes drin ist, hier eintragen können. Ja, das war's dann auch schon. Dann legen wir los mit den Transitpositionen der Planeten für Januar 2020. Ja, wie stellen sich die Planeten dar für Sie als Aszendent Skorpion im Januar 2020? Was ist da los am Himmel? Wie können Sie diese planetaren Energien für sich bestmöglich nutzen und welche Ereignisse sind möglich? Dazu schauen wir uns gleich mal an, wie sich die planetaren Kräfte in Ihrem Horoskop verteilen. Und hier sehen wir, dass die Planeten am Himmel sehr, sehr dominant ihr drittes Haus besetzen, nämlich Ketu, Jupiter, Saturn, Sonne und Merkur befinden sich alle zum 1. Januar in ihrem dritten Haus, da diese im Steinbock sind. Nun, die Frage ist, was sind die Themen des dritten Hauses? Denn diese Themen, wofür das dritte Haus steht, möchten nun mehr erfahren werden. Das dritte Haus hat viel damit zu tun, ja, dass Sie sich bemühen, etwas zu erlangen. Es ist ein Wunschhaus, wo man Energie einsetzt, um etwas zu bewegen. Deswegen hat das dritte Haus auch eine starke marsianische
Betonung, die Ihnen auch gleich besonders zu Beginn des Jahres zur Verfügung steht. Denn wie wir sehen, ist ja der Mars auch noch im ersten Haus, was das Gleiche auf ähnliche Weise auch nochmal betont, dass Sie gleich im neuen Jahr mit Schwung und Dynamik eben raus wollen. Nun, das dritte Haus hat aber auch diese Konstellation, dass Veränderungen möglicher sind. Sie wollen etwas in Bahnen bringen, wodurch sich etwas neu gestaltet, einen neuen Anfang machen, mit was Neuem beginnen. Ja? Das ist so eine Energie, die wir dadurch auch sehr, sehr stark betont haben. Ne? Es ist ja auch schön, ja, vielleicht nehmen Sie sich als Skorpion-Aszendent jetzt viele oder nicht viele oder vielleicht haben Sie Vorsätze, ja, und mit dieser, wie soll ich sagen, Ballung von Energien in Haus 3, ja, ist so die Kraft da, jetzt in 2020, da will ich, da werde ich, da mache ich, da tue ich, ja, das ist so das dritte Haus. Womit diese Themen des Neuanfangs zu tun haben, ja, da können wir sicherlich auch einiges davon ableiten, wofür die Bedeutungen dieser Planeten stehen. Und so erkennen wir, ja, wenn wir mal schauen, Sie müssen nämlich wissen, dass dieses Bedürfnis, ja, in Ihren Wünschen weiterzukommen, dass Sie sich entwickeln, dass Sie etwas unternehmen, ja, das ist eine Sache, die auch nicht nur im Januar jetzt so präsent ist, sondern es wird ein längerfristiges Thema, ja? Weil Sie haben Jupiter und Saturn, das sind die größten Planeten im Sonnensystem, das sind die Schicksalsmeister und die haben Sie im Haus Ihres Willens, im Haus Ihrer Wünsche, im Haus Ihrer Anstrengungen und Initiativen. Sprich, Sie schmieden jetzt mit dem, was Sie machen, was Sie wollen, wie Sie sich engagieren, wie Sie sich einsetzen, wie Sie kämpfen, wie Sie sich bemühen, Ihr eigenes Schicksal. Ja, interessant, ja. Also wenn man das mal so überlegt. Ja. Und die Themen, ja, da haben wir zum einen mit Saturn und Jupiter. Saturn und Jupiter sind die großen Schicksalsmeister, wie ich sagte, sind die Lehrer unseres Lebens. Saturn tut es auf seine Weise, Jupiter tut es auf eine andere Art und Weise. Saturn will Fehler herausfinden, okay? Und er freut sich, wenn er Fehler findet. Das bedeutet, auf der einen Seite gibt es von Ihnen das Verlangen, Sie wollen, Haus 3, Sie strengen sich an, Haus 3 Fehler auszubügeln, okay? Und dann haben wir aber auch Jupiter, ja, dieser Planet verlangt nach Wahrheit, nach höherem Verständnis des Lebens, nach Weisheit und nach, ja, nach höheren Idealen, ja? Und jetzt spielen diese beiden Planeten, Saturn und Jupiter, zusammen. Das bedeutet, sie starten ihr neues Jahr in einem Verlangen, letztlich, ja, in ihren Einstellungen und in ihren Denkmustern und in ihren Wahrnehmungen, worauf sie ihr Bewusstsein ausrichten, besser zu werden, indem sie weiter gewisse Fehler überwinden und gleichzeitig aber eher mehr gute Dinge in sich aufnehmen, in ihr Bewusstsein lassen. Ja. Und dazu gibt es eben einen gewissen Fokus, ja, weil die Sonne, ja, jetzt eben in Haus 3 steht. Das heißt, Sie sind von Haus aus ein Mensch, der sehr gerne zum Jahreswechsel Vorsätze macht oder sich Vorsätze nehmen könnte, um etwas zu verändern. Ne? Weil Sie haben jedes Jahr Anfang Januar die Sonne im dritten Haus. Nur jetzt ist die Energie noch stärker, weil wir halt noch Merkur, Saturn, Jupiter und Keto darin haben. Selbstverständlich hat das dritte Haus noch viel mehr Bedeutungen, ja? Und dies drückt aus, beispielsweise, ja, dass auch das Thema der jüngeren Geschwister wichtiger werden kann ab Anfang des Jahres. Vielleicht
hat ihre jüngere Schwester oder ihr jüngerer Bruder selber eine etwas schwierigere Zeit oder die Beziehung zu dieser oder diesem ist etwas, sage ich jetzt mal, schwieriger. Das wäre jetzt etwas auf einer äußeren Ebene. Ne? Außerdem steht das dritte Haus noch für viele, viele andere interessante Dinge, aber im Grundtenor ist es schon sehr stark das, was ich Ihnen sagte. Sie können zum Beispiel, dieses dritte Haus steht auch für etwas erlernen wollen, etwas Neues lernen wollen. Ja? Und das ist ja das Interessante, dass die Fähigkeiten, die wir entwickeln, das, was wir lernen, nehmen wir auch über den Tod mit. Und das sind die geistigen Dinge. Ja? Und mit Jupiter darin, ja, wäre das auch ein sehr guter Moment, um etwas zu erlernen, was mit einem höheren Wissen zu tun hat, zum Beispiel auch die Astrologie. Sie haben aber auch hier, wie Sie sehen, Merkur und Saturn zu nahe an der Sonne. Das gilt für alle, nur bei Ihnen wirkt sich jetzt im dritten Haus aus. Das heißt, mit Ihren Lernbemühungen, mit Ihren Startbemühungen, mit Ihren Initiativen und Veränderungsabsichten und Vorsätzen ist auch ein bisschen, sag ich mal, die Energie da, dass die Dinge nicht gleich so im Balance sind oder nicht so schnell kommen oder doch mehr Zeit erfordern oder anstrengender sind, als wie Sie dachten. Und so sollten Sie da sich das bewusst machen, denn diese Planeten sind hier verbrannt und dadurch können die nicht so reibungslos funktionieren, sage ich jetzt mal dazu. Gut, das dritte Haus steht aber auch für das Ego des Menschen. Und das Ego, ja, ist ja das, was uns Menschen ausmacht. Also Gott plus Ego, ja, ist Mensch oder Mensch minus Ego ist Gott. Ja, wenn das Ego weg ist, ist nur noch Gott übrig. Ja. Und diesem Ego, was ja uns oft diese Schwierigkeiten macht, vor allem wenn es ein verletztes Ego ist, mehr auf die Schliche zu kommen, wie das Ego uns beeinflusst, dominiert und uns auch dumme Dinge tun lässt, dem könnten Sie nun auch mehr auf die Schliche kommen, indem Sie sich mal tiefer mit diesem beschäftigen. Weil das dritte Haus steht auch für unsere Verhaltensmuster, für unsere Denkstrukturen, für die Muster, in denen wir laufen. Und Sie sehen schon, das sind sehr, sehr wertvolle Impulse. Und das Interessante ist, durch diese Energieballung in Haus 3 wird auch gefüttert das Haus 9, was auch gefüttert werden möchte, weil da haben wir Rahu darin. Und das neunte Haus steht für Wissen über das Selbst, für höheres Verständnis des Lebens, für Weisheit, ja, für den Glauben. Das bedeutet, durch diese Arbeiten, ja, die Sie jetzt forcieren können, also Ihre Suchbewegung verstärken, Ihre Anstrengung verstärken, Ihre Vorsätze sich überlegen, was Neues lernen, was mit Weisheit oder auch Astrologie, übrigens Keto ist auch Astrologie, also doppelt angezeigt, Jupiter und Keto, lernen wollen. Das wird beeinflussen das Glück in Ihrem Leben, Haus 9, auf günstige Weise. Gut, jetzt schauen wir weiter. Der Mars geht dann raus am 4. Januar ins zweite Haus. Das bedeutet, Ihre Energie geht dann mehr in das Geldverdienen. Sie wollen sich gut um Ihre finanziellen Verpflichtungen kümmern. Das wird ein wichtiges Thema für Sie für den restlichen Monat. Also läuft parallel zu dem bisher Gesagten. Außerdem haben wir am 10. Januar den Vollmond. Da ist er schon. Und zwar wo? Im 9. Haus. Und das ist eine gute Sache, denn das 9. Haus ist ja ein Glückshaus und mit dem Vollmond darin, ja, der ja Versorgung geben möchte, der was Gutes will, bedeutet dies, dass um die Zeit des Vollmonds herum etwas in Ihrem Leben sich zeigen möchte, wodurch Sie plötzlich was verstehen, einen Sinn erkennen oder mit etwas Glück haben, ja. Diese positive Sache kommt aber etwas mit Verzögerung oder etwas mit Anstrengung erstmal, weil wir am gleichen Tag, also am Tag der Mondfinsternis, am Tag des Vollmondes auch eine Mondfinsternis haben.
So sollten Sie mir achtsam sein, was so zwischen dem 9. und 11. Januar in Ihrem Leben passieren möchte. Dann haben wir Venus in Haus 4. Ja. Das ist eine sehr gute Energie für häuslichen Frieden, für innere Ruhe, ja, für auch eine gute Zeit im häuslichen Bereich, gute Beziehung zur Mama, gute Zeit für die Mutter. Dann haben wir aber die Veränderung, dass die Planeten Merkur und Venus ihre Position verändern. Venus geht in Haus 5, Merkur geht in Haus 4. Das bedeutet, dass ihre, also mit der Venus im 5. Haus, ja, ist ausgedrückt, dass wir hier eine gute Zeit haben mit den Kindern, ne, dies betrifft dann vor allem ab die zweite Monatshälfte, ja, weil die Venus geht hier am 14. Januar rein. Und Merkur ist zwar verbrannt, aber das ist jetzt nicht so die ganz große Problematik und wird weiterhin für Fairness und Balance in den eigenen vier Wänden sorgen. Merkur in Haus 4 hat aber auch das Bedürfnis, in der zweiten Monatshälfte sich Gedanken zu machen über die Wohnsituation. Vielleicht managen Sie hier irgendwas im Januar, was mit Ihrem Wohnen zu tun hat, ja, mit Immobilienthemen. Nun geht es weiter, dann sehen wir, dass aber auch die Sonne am 21. Januar dann ihre Position verändert und auch in das vierte Haus geht. Das unterstreicht nochmal, dass es ein Ereignis geben könnte im Januar, wo Sie etwas zu erledigen haben, etwas zu managen haben, was mit Ihrer Wohnsituation zu tun hat. Nun haben wir aber auch noch den Neumond und der ist am 24. Januar. Wie Sie sehen, im Wassermann, und Neumond bedeutet ja, dass der Neumond nun dunkel ist, dass der Mond dunkel ist, er hat keine Kraft, Licht zu geben. Das bedeutet, um den 24. herum, ja, ist er also komplett nicht sichtbar, der Neumond, und aus diesem Grund kann sich hier etwas zutragen, wo Sie merken, hoppla, da klemmt etwas, da läuft etwas nicht so, wie es laufen sollte. Ja? Und so sollten Sie nicht für diesen Tag mit irgendetwas planen oder rechnen oder ansetzen, wo Sie größere Erwartungen haben, weil hier wird eher das Gegenteil der Fall sein. Ja, insofern ja, ein guter Start für Sie mit diesem dritten Haus, mit Dynamik und Motivation loslegen zu wollen. Eine spannende Konstellation. Das war es dann für Sie, Aszendent Skorpion im Januar 2020. Ja, hier zum Schluss nur noch mal die Erinnerung. Treten Sie meiner geschlossenen Gruppe auf Facebook bei, um wichtige Informationen zur Zeit und vieles anderes rund um die vedische Astrologie hier immer brisante und interessante Informationen zu erhalten. Dazu befindet sich unterhalb dieses Videos der Link, wie Sie dort den Beitritt beantragen können. Dann nochmal die Erinnerung, falls Sie noch nicht registriert sind, mit den vedischen Astro-News, meinem Newsletter, dann befindet sich auch dazu unterhalb dieses Videos der Link, wie Sie sich registrieren können und jetzt gleich ab Januar dabei sein können, wo das erste Sternzeichen der Widder jetzt beschrieben werden wird. Ja, dann verbleibt es mir noch, dann möchte ich Ihnen selbstverständlich wie immer einen fantastischen Monat wünschen, in dem Fall einen fantastischen Januar 2020.